Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Stoneheart. Wir sind hier noch zu Gange, den wunderschönen Weg zu pflastern. Sie haben ihn zumindest schon mal ausgebuddelt, das ist sehr gut. Jetzt müssen sie ihn nur noch neu gestalten und da kommt schon das tägliche Update rein. Wir kriegen einen neuen Hartling. Akzeptieren. Ike. Okay, herzlich willkommen, Ike. Ja, das hilft mir dann doch bei meiner Entscheidung, uns mit einem Wohnhaus zu beschäftigen. Ich bin... Ja, ich war am Überlegen, ob ich mich hier an den Vorlagen bediene. Aber die passen... Also, ne, klar, die haben das gleiche Dach, die haben ungefähr die gleichen, ne, Gegebenheiten. Aber die passen nicht. Nicht zum Rest, ne? Hey, ich muss da selber was gestalten. Warum ist denn der Hühnerstall so doof? Naja. Das Schiff. Noch mehr Schiffe. Ich glaube, ich muss da selber was designen. Die Sachen hier schön und gut hin und her. Warum werden die, sind die denn so korruptet? Ist doch blöd. Die Häuser hier finde ich ja auch so schön. Die sind toll designt von dem Erbilder. Silvertorn. Nee, aber ich glaube, wir müssen da selber was bauen, ne? Eine Tiki-Bar. Unsere wunderschöne Treppe. Der Töpfer wurde auch nicht mehr als Bild gespeichert. Das ist nicht gut. Das hier geht mehr so in unsere Richtung. Man könnte faul sein, ne? Upsi. Oh Gott. Lecke die Leck. Liegt das jetzt an dem Gebäude hier? Das ist schön, ne? Ist das der Haupteingang? Oh, das mag das Spiel gerade gar nicht, ne? Wie kann ich dich denn drehen? Ich vergesse das mal wieder so. Ist jetzt die Sache. Machen wir einfach mal cheaten? Fällt schon auf, dass ich das nicht gebaut habe, ne? Aber guckt mal, wie schön es aussieht. Warum bin ich nicht fähig zu sowas? Das hat so viel mehr Charakter und Tiefe und Leben. Mann, ich versuch... Oh, was habe ich denn jetzt gedrückt? Ich versuche selber was zu designen. Also wir können uns ja daran so ein bisschen orientieren. Aber ich will die Häuser selber bauen. So. Wir machen ein neues Wohnhaus. Ja, neues Bauprojekt. 29. Haus 2. So. Na, fangen wir mal an. Wände hier unten werden aus Stein... Die Säulen werden aus Holz. Der Boden wird auch aus Holz. Ich fand das jetzt ganz schön. Hier mit dem... Ne, dass der Raum so bis hier ging. Und dann hier nochmal. Okay, so groß müssen wir vielleicht nicht werden. Aber das kann ich ja gleich nochmal schieben. Ja, wir müssen auch noch wieder runter. Hallo. So. Na, jetzt ist halt die Frage, ne? Das ist halt viel zu groß. Für ein, zwei Leutchens.
Wir könnten sagen, wir ziehen das hier rüber. Und dann war ja, glaube ich, hier auch noch eine Tür. Dass man hier eine Wohnung rausmacht und hier eine Wohnung rausmacht. Und dann hier noch Treppe hoch wieder. Aber das wäre ganz okay, ne? Fenster. Ja, eins hin. Hier, zu den Nachbarn rüber. Also kannst du so durch die Wohnung, durch deine Wohnung in die andere Wohnung gucken. Ist doch auch schön. Hier machen wir mal noch Fenster hin. Hier könnte ein Fenster hin. Wunderbärchen. Türen können wir auch schon mal reinsetzen. Hier schön stabile Türen. Wir kennen ja unsere netten Orkis, die immer angreifen. Jetzt ist die Sache, machen wir die Tür hier vorne hin? Oder hier hinten? Ich würde eher sagen hier hinten. Und hier dann die Treppe vielleicht ins nächste Stockwerk. Jetzt ist die wieder so. Warum tut sie das? Ich will eine Steintreppe. Danke. Ich brauche mein Ziehentool. Wir müssen ja mindestens auf die Höhe, ne? Und dann kann man hier jetzt nämlich einen schönen Balkon rausmachen. Kann ich nicht hier lang ziehen? Warum denn nicht? Das jetzt so machen. So, dann ist das hier schon mal so der Überstand, ne? Das ist gar nicht nervig. Nein, nein, nein. Das können wir aber vielleicht noch einen breiter machen. Ah, das geht jetzt, ja. Na, danke schön, aber auch. So, guck mal, dann haben die hier nämlich schon mal so ein kleines Vordach, so einen versteckten Eingang. Ist doch auch süß. Kann ich jetzt? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, das geht. I like. Zack. Ne, dass das schön gestützt wird. Wunderbar. Und hier ist dann halt, wie gesagt, der Zugang. Da können wir den Weg hier dann lang verlegen, hier mit verbinden. Hier ist ein kleiner Zugang. Und da kommt man ins nächste Stockwerk rein. Das ist doch süß. So, und hier oben das. Nee, stoppi, doppi, doppi. Da müssen wir die Wände jetzt anders machen wieder. Säulen bleiben, Boden bleibt. So, und das da oben, das müssen wir ja vielleicht nicht ganz so groß machen. Ich überlege gerade, wenn wir da noch das Dach dann hinziehen. Aber wie gesagt, muss ja trotzdem nicht so groß werden, ne? Wenn das nur so ist. Und dann hier ein Dach. Genau so. Und da machen wir hier eins hin. Ich sehe jetzt natürlich nichts. Das ist ein Traum. So, pass auf. Das drehen wir jetzt aber. Einen wieder da rein. Jetzt haben wir wieder dieses Treppenproblem, ne?
Müssen wir das vielleicht doch wieder einen breiter machen? Noch einen? Nee, das wird aber zu viel. Ist halt so, müssen sie mit leben. Müssen sie halt aufpassen. So, den können wir mal farblich ändern. Okay, die Stelle hier ist... Ja, das geht eigentlich, ne? Und jetzt obendrauf halt noch das Dach. Das sieht doch gut aus. Wir könnten jetzt hier hinten zur Verschönerung. Achso, warte. So machen. Dass das dann nochmal so rumgeht. Flup, flup, flup. Hier wäre das dann ja auch. Das wird echt ein süßes Häuschen hier. Und machen wir hier noch so ein kleines Vordach hin. Das wäre natürlich auch süß. Ich jetzt sag... So irgendwie. Das müssen wir jetzt nur ein bisschen bearbeiten. Nehmen wir das hier. Das geht hier rein. Geh vielleicht nicht ganz so weit raus. Vielleicht auch einen tiefer. Geht nicht einen tiefer. Okay. Wirklich nur so über der Tür. Vielleicht doch nicht so weit raus. Ups. Sieht halt doof aus, ne? Ich hätte es halt echt gerne tiefer. Warte mal, dann muss ich das nochmal anders angehen. Und vielleicht... Ja, hier dann tatsächlich ansetzen. Wird zu tief sein. So, und das kann man ja jetzt dann... Upsi. Verschieben. Nein, das ist damit connected, oder was? So, einen rüber. Hier hoch. Aber dann ist der Boden hier unten, ne? Das ist ja auch nicht das, was ich jetzt wollte. Ach, Spiel. Na, so ein Türmchen rausmachen. Das gerne so. Schon wieder tägliches Update. Okay, wir haben nicht genug Essen. Und nicht genug Stadtwert. Das ist völlig in Ordnung für mich. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir... Oh Gott! Was ist das denn? Wo ist meine Armee? Schnell! Was bist du denn für ein Viech? Steingolem. Massiv. Jagd Ayla. Nee, lass mal die Ayla in Ruhe. Dass der da die Treppe runterkommt. Los! Attacke, meine Krieger! Wir werden angegriffen. Oh Gott, der geht aber auch schnell runter. Bum, bum, bum. Zack, ist der schon down. Was für ein massives Viech. Was hat denn der da gedroppt? Stärke-Elixier. Oh. Auch sehr nice. Okay, wir designen weiter. Ich wollte wissen, ob ich jetzt... Nein, kann ich nicht, ne? Doch, ich könnte... Könnte hier... Löcher reinfräsen. Aber das ist sehr kompliziert. Da habe ich ja schon. Oh ja, warte, wenn ich so ziehe... Oh ja. Ja.
Ah, so, und das muss ich jetzt nur wieder einfärben. Haha. So, auf, dann kommt bestimmt gleich, das hält so nicht. Das geht nicht. Warum machst du das? Okay, kann ich das nicht einfärben? Doch. Oh Gott. Habe ich jetzt irgendwas anderes ein? Nee, eigentlich nicht. Die erwische ich hier nicht so wirklich. Kann ich mich da irgendwie hinbacken? Und die anvisieren? Nicht wirklich, ne? Ah! Ärgerlich? Das ist ja doof. Kann ich denn... Nee, die kriege ich auch nicht, ne? Ah, warte mal, wenn ich jetzt das Fenster nochmal... Ach, das Fenster. Das hier nehme. So, ja. Ah, I see, warum. I see it. Okay. Das müssen wir auch nochmal hier weglöschen. Nee, wartet. Hey, wie ich hier trickse heute, ne? Ich will hoch. Ich darf nicht hoch. Okay. Na komm. Lass dich anklicken. Ich weiß, dass das geht. Das ist überhaupt nicht anstrengend hier gerade, ne? Wie muss ich die doch erwischen? Wobei, die können ja vielleicht tatsächlich bleiben. Fällt mir mal gerade so ein. Irgendwie muss dieses... Toll, da komme ich jetzt nicht dran, oder was? Irgendwie muss das ja hier gestützt werden, ne? Dieses kleine Dächlein. Das ist doch süß. So, ich hätte gerne hier noch einen. Oh, Spiel. Mach mich nicht schwach. Da war es kurz. Ja, okay. Gut, guck mal, da hat man doch mal ein bisschen was anderes hier designmäßig. Bin begeistert. So, hier macht ein Fenster natürlich wenig Sinn, weil das ein an sich kein begehbarer Raum ist. Den hier finde ich auch ein bisschen arg hoch. Aber wir können das Dach generell nicht tiefer setzen, ne? Ne. Das ist halt immer so das Problem. Wir können hier oben aber noch eine Tür spendieren. Von mir aus recht weit hier vorne. Kann man das zum begehbaren Raum machen? Das wäre doch jetzt eigentlich machbar, ne? Wenn ich sage... Nehmen das hier weg. Da ist kein Boden drin, ne? Wie tief geht das auch nicht? Ach, weil das nicht so weit reingezogen ist. Ja, das kriegen wir, das können wir ja ändern. Weißt, dann habe ich wieder das Gelumpe hier, aber... Oder bist du massiv von innen? Nee, bist du nicht. Guck mal, das könnten wir als nutzbaren Raum öffnen. Dass das Spiel wieder sagt, ne, geht alles nicht, was tut die Frau da? Mach das doch nicht. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier einen Boden reinziehen. Nee, komm zu mir, bitte. Willst du aber nicht. Ja, dann mache ich nur so. Ist auch okay. Hallo? Ja, Perspektive und so, ne? Schrecklich. Nein. 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 Was habe ich jetzt getan? Schritt zurück, bitte. Würfelchen auswählen. Dankeschön.
Wollte doch nur eigentlich so machen. Gut. Da haben wir noch so ein paar Löcher. Warte. Wobei, hier könnten wir die, Ah, nee, da brauchen wir ja tatsächlich eine Decke. Zum anderen Raum unten. Von daher ist das gar nicht mal so verkehrt, was ich hier mache. Oh Gott. Da. Ah, man muss die Kamera nur richtig austricksen. Dann kommt man auch in solche Nischen rein. Ey. Komm schon. Dein liebes Steinchen. Geh da rein. Bio ist Kochlevel 2. Nice. Ich krieg's nicht hin. Dann haben wir ein Loch in der Decke. Kann ich das von hier unten vielleicht machen? Und dann an die Decke gucken? Oh, nee, ich glaube nicht. Hallo? Ah, jetzt habe ich's. Nee. Okay. Okay. So haben wir's. Perfekt. Dann würde ich jetzt hier die Wand noch dicht machen. Da haben wir dann auch irgendwie sowas Helles. Nee, komm doch. Warum macht der das neben einem hier so schwer? Dann ist es doch nochmal ein süßes kleines Räumchen. So, wunderbar. Dann kann man nämlich hier auch ein Fensterchen reinzimmern. Die Frage halt, wie hoch, ne? 2 über dem Boden. Wenn das hier der Boden ist... Warte mal, welche Ebene ist Boden? Das hier ist Boden. Dann wäre das 2 über Boden, ne? Dann machen wir es so hin, das Fenster. Dann ist das halt ein bisschen tiefer. Ein bisschen niedriger, aber ich glaube, das ist okay. Ja, es ist halt nur so eine klitzekleine Kammer, ne? Wo vielleicht ein Bett reinpasst, wenn wir Glück haben. Okay, jetzt machen wir hier hinten raus noch Fenster. So, da würde ich keine machen. Das hier würde ich jetzt auch nicht als Raum ausbauen. Da ist das Dach halt wesentlich tiefer. Ein Forscher nähert sich. 2 Grillen-Golems für ein paar Stühle. Nee. Nee, das machen wir nicht. Oh, da kommen schon wieder die Gegner. Wölfe! Oh, es wird schon angegriffen. Wunderbar. Da kommen unsere restlichen Krieger. Los, schützt meine Shinguin. Attacke! Wo die alle erstmal herkommen. Oh Gott, da sind noch mehr. Die haben nur erstmal ihre Tierchen vorgeschickt. Vielleicht sollte ich das machen, weil wir kämpfen genau im Safe Space. Ist vielleicht nicht so gut. Dann geht mal wieder alle arbeiten. Los. Holt euch den hier. Der ist mit zu nah an allen anderen dran. Sehr gut. Let's den da. Und wieder laufen sie alle irgendwo hin. Aber ich glaube, das kriegen die jetzt hin, ne? Nur noch der eine da. Guck mal, wie leer hier unsere Lager sind. Schön. Wir haben gewonnen. Wunderbar. Alle sind wieder am Arbeiten. Dann kann ich mich ja vielleicht mal weiter mit meinem Haus beschäftigen. Ein paar Minuten haben wir nämlich noch. Die grundlegenden Sachen hätte ich nämlich schon gerne fertig. Machen wir da auch nochmal ein Fenster hin? Das sind viele Fenster, ne? Unser Schreiner kriegt wieder die Krise. So, jetzt geht nämlich das Designtechnische wieder los. Du bist nicht die Wandlampe, du bist die Wandlampe.
Eine dahin, eine hier unten hin. Und eine natürlich hier hin. Schön an diesen Übergang. Das hier sieht noch so ein bisschen lame aus. Da möchte ich noch ein bisschen dran rumdesignen. Das hat mir jetzt echt Inspiration gegeben von dem Haus, was wir da eben uns angeguckt haben. Ich mir denke, ey, das muss hier doch schön. Was habe ich da jetzt gemacht? Das muss doch schöner werden hier. So. Da oben kommt jetzt ein Zäunchen drauf. Na, wie es sich gehört halt. Damit da mir keiner runterhüpft. Können wir das hier schön in die Mitte? Ja. So, reicht der Kleine? Ja. Wunderbar. Dann haben wir da nämlich ein wunderbares Geländer. Oh, ich sehe gerade noch den einen hier. Den müssen wir umfärben. So. Tägliches Update. Mensch, die Tage fliegen hier ja gerade nur so hin. Kein neuen Bewohner. Ist aber auch nicht schlimm. So, jetzt gucken wir uns das Ganze hier mal von drinnen an. Das ist gar nicht so schlimm, dass das jetzt da optisch mit dabei ist. Ne? Das finde ich ganz gut. Ist jetzt auch die Sache... Das hat dann halt eine hohe Decke an der Stelle. Ist doch auch cool. Oder ziehen wir das hier noch einen Ticken länger raus? Weil das ist schon arg klein. Ist nur die Sache mit dem Dach. Müssten wir dann natürlich hier auch zwei weiter rausziehen. Und dann wäre diese Kante hier natürlich wieder völlig für ein Popo. Ich würde an sich gerade gerne so... Wobei, das könnten wir auch noch als Dach hinfriemeln. Moment. Wand so, Säule so, Dach so. Wenn wir jetzt nämlich sagen... Upsi. Müssen wir dann noch gleich richtig drehen. Ey, Sache, wir haben erstmal da so ein Dächlein dran. Wenn wir jetzt hier sagen... Das war der falsche. Nee, das ist auch der falsche. Ich brauche den. Nur den. Aha. Schmuggel das so da rein. Nochmal so ein extra kleines Dachstück ist. Okay, das hier ist gerade noch nicht so schön. Es geht aber nicht anders, ne? Okay. Das ist dann aber... Okay, das können wir jetzt noch umfärben. Aber ich bin doch ein Fuchs hier. Guckt mal. Und dann haben wir hier dieses Dächlein, was ich gerne da so hätte. Perfekt. So, das müssen wir dann wieder umfärben. Dann steht das da halt so ein Stückchen weiter raus. Oh, warum ist denn das jetzt wieder ein Teil, was ich nicht umfärben kann? Was habe ich denn da jetzt wieder angestellt? Ach, nö. Von innen kriege ich es auch nicht, ne? Das ist doch jetzt wieder blöd. Naja, gut. Damit ärgere ich mich dann in der nächsten Folge rum. Ich finde, das sieht schon sehr gut aus. Wenn wir uns das jetzt mal so angucken. Ist mal ein bisschen anders. Ein ähnlicher Stil, wie wir bisher haben. Aber ich versuche mich mal an anderen Formen und Designs, ne? Finde ich bisher sehr gut. Wird ein süßes, kleines, neues Häuschen mit drei Wohnungen, ja?
Das muss man auch erstmal hinkriegen. Okay, das habe ich hier auch, ne? Eins, zwei und oben die dritte. Aber das finde ich interessanter. Wir werden besser. Wir werden definitiv besser im Bauen. Bin mal gespannt, wie die Stadt am Ende aussieht, wenn wir hier fertig sind. Ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle erst einmal fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!